Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, liebe Frau Kollegin Bulling-Schröter, ich verwende jetzt einfach nur den Beginn Ihrer Rede und sage ganz herzlichen Dank. Derartige Lobeshymnen auf CSU-Politikern ist man tatsächlich seitens der Linken und von Ihnen gar nicht gewohnt. Nochmal besten Dank dafür. Das Datum 26. April 86, welches sich in dieser Woche zum 30. Mal geehrt hat, wird für immer unauslöschlich mit dem Wort Tschernobyl verbunden sein. Die Reaktorkatastrophe dort hat uns genauso wie das Unglück am 11. März 2011 in Fukushima drastisch vor Augen geführt, welche Risiken mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie verbunden sind. Mein tiefes Mitgefühl, wie ja schon meine Vorredner zum Ausdruck gebracht haben, gilt zuallererst natürlich den Hinterbliebenen der Opfer und all jenen, die bis heute unter den Folgen leiden. Berücksichtigen sollte man hierbei aber auch die rund 600.000 Menschen, die von der damaligen Sowjetunion als sogenannte Liquidatoren eingesetzt waren, ihre Arbeit ohne einen besonderen Schutz bzw. ohne Kenntnis über die enorme Strahlenbelastung, der sie ausgesetzt waren, verrichtet haben. Vor dem Hintergrund, dass die Katastrophe ihren Ursprung in einer staatlich angewiesenen Übung hatte, zeigt dieser Umstand doch sehr deutlich, wie teilweise menschenverachtend das System in der damaligen Sowjetunion war. Auch müssen wir uns immer wieder bewusst sein, dass über 300.000 Menschen in Tschernobyl und 185.000 Menschen in Fukushima aufgrund dieser beiden schweren Unglücke ihre Heimat verloren haben. Große Anerkennung gilt bei dieser Debatte auch all den vielen Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen, die sich in der Folge der beiden Unglücke für die Opfer von Tschernobyl und Fukushima eingesetzt und engagiert haben und dies heute noch mit viel Hingabe tun. Herzlichen Dank für diese großartige Leistung. Ja, meine Heimat Niederbayern war noch Mitte des letzten Jahrhunderts eine der ärmsten Regionen Deutschlands. Heute gilt sie als eine der attraktivsten Lebensräume Europas mit innovativen Arbeitsplätzen und Vollbeschäftigung und sehr hoher Lebensqualität. In meinem Wahlkreis in der Region Landshut und Kelheim bin ich vom Atomausstieg und möglichen Risiken durch die grenznahen Kernkraftwerke direkt betroffen. 2022, wie die Frau Bundesministerin schon gesagt hat, geht in Essenbach-Niedereichbach mit Isar 2 das letzte KKW in Deutschland vom Netz. Die Kraftwerke Isar 1 und Isar 2 haben in den letzten Jahrzehnten einen maßgeblichen Beitrag zur Versorgungssicherheit in ganz Süddeutschland geleistet und damit auch für die starke Entwicklung unserer Heimat. Deswegen ist es mir wichtig und ein persönliches Anliegen, im Rahmen dieser Debatte die Gelegenheit zu nutzen und den vielen Beschäftigten in den deutschen Kernkraftwerken für ihre gute und zuverlässige Arbeit für unsere Sicherheit ein großes Lob auszusprechen. Ohne dieses Engagement hätten wir das große Vertrauen in diese Technologie nicht erreicht. Meine Damen und Herren, wie wir heute wissen, kam es zu dem Reaktorunfall in Tschernobyl aufgrund eines unzulässigen Experiments mit dem Turbinengeneratorsatz der Kraftwerksanlage durch eine ganze Reihe von Bedienungsfehlern der unzureichend ausgebildeten Betriebsmannschaft bis hin zur vorsätzlichen Überbrückung von Abschaltsignalen kam es zu einem sehr starken Leistungsanstieg, ja bis zum Hundertfachen der Nennleistung. Erschwerend kamen natürlich auch die ungünstigen reaktorphysikalischen und sicherheitstechnischen Eigenschaften des RBMK-Reaktors des sogenannten Tschernobyl-Typs hinzu. Ein Reaktor, wie er hierzulande niemals genehmigt worden wäre, denn die Sicherheitsphilosophie und Standards der ehemaligen Sowjetunion entsprachen bei Weitem nicht den schon damals sehr, sehr strengen deutschen Anforderungen. Ähnliches gilt auch für den Reaktorunfall in Fukushima. Die unzureichende Auslegung der Anlagen gegen Tsunamis war hier die wesentliche Ursache für die Ereignisabläufe. Auch im Fall Fukushima muss klargestellt werden, dass ein derartiger Unfall in Deutschland kaum vorstellbar und faktisch unmöglich ist.
Denn der Restrisikobereich ist hierzulande bereits bei der Bemessung der Auslegungswerte für Kernkraftwerke gegen Einwirkungen von außen und auch bei der Genehmigung von Anfang an klar vorgegeben. Alle Anlagen sind so ausgelegt, dass sie mindestens dem 100.000-jährlichen Erdbeben und dem 10.000-jährlichen Hochwasser bemessen am statistischen Mittel für die jeweilige geografische Lage standhalten. Zum Unfallablauf hat aber auch die zum Beispiel gegenüber deutschen Kernkraftwerken geringere sicherheitstechnische Ausstattung der japanischen Anlagen auch dazu beigetragen. So hätte zum Beispiel eine für deutsche Kernkraftwerke typische Sicherheitsauslegung, nämlich Wasserstoff, Rekombinatoren und Systeme zur gefilterten Druckentlastung, einen Unfallablauf wie in Fukushima verhindern können. Herr Kollege Rosner, es gibt zahlreiche Wünsche, Ihre Rede mit zusätzlichen Fragen anzureichern. Diesen Wünschen werden wir natürlich gerecht. Gut, ja, aber auch natürlich nicht unlimitiert. Zwei würde ich mal zulassen und die rufen wir vielleicht mal der Reihe nach auf, Frau Kottinghuhl, wenn Sie anfangen. Herr Osmer, danke, dass Sie die Frage zulassen. Meine Frage bezieht sich auf die von Ihnen gerade konstatierte Auslegung gegen Erdbeben, die bei uns in Deutschland so sei, dass sie gegenüber den Erdbeben genügend sei. Also bei uns kann ein Erdbeben nicht zu einem Schadensfall führen. Ich will Sie jetzt fragen, ob Sie wissen, dass die japanischen Atomkraftwerke sehr viel höher, sehr viel besser gegen Erdbeben ausgelegt sind als die deutschen, aus einem ganz einfachen Grund, weil man in Japan schon immer mit höheren Erdbebenskalen gerechnet hat als bei uns. Die Atomkraftwerke dort sind zum Teil gegen Erdbeben der Stärke 8 ausgelegt, weit weg von dem, was bei uns ausgelegt wird und womit man bei uns auch rechnet. Haben Sie versäumt zu realisieren, das ist meine Frage, dass die Lehre aus Fukushima nicht die ist, hütet euch weltweit vor hohen Tsunamis und vor Erdbebenstärke 9, sondern dass die Lehre aus Fukushima die ist, erkennt, dass ihr Naturgewalten nicht richtig einschätzen könnt und dass die sich auch verändern? Ja, sehr geehrte Frau Kollegin Kottinghuhl, erstmal vielen Dank für die Anfrage. Ich muss eines noch mal klarstellen. Auch japanische Ingenieure sind im Nachgang von Fukushima, gerade auch bei uns im Wahlkreis, gerade auch bei ISA 2 zu Besuch gewesen, um sich zu informieren, welche Sicherheitsvorkehrungen wir in beschämten Sicherheitsabläufen in 7- bis 9-fachen Stufen gemacht haben. Ich wäre in meiner Rede sogar noch kurz in Kürze darauf eingegangen. Das heißt, diese Frage passt sehr gut. Ich denke, selbstverständlicherweise kann man sich nicht gegen jegliche Risiken weltweit schützen. Aber der größtmöglichste Schutz ist gegeben, wie ich vorher schon gesagt habe, das überlasse ich auch den Experten und den Statistikern. Wenn wir über das 100.000-jährliche Erdbeben sprechen, das heißt, wenn man derart die Risiken minimiert, in diesem Falle, und auch verschiedene hintereinander geschaltete Sicherheitsstufen implementiert, dann denke ich doch, kann man auch von einem bestmöglichsten Schutz in den Kraftwerken sprechen. Und wie gesagt, auch die Japaner haben sich da mit uns sehr eng ausgetauscht, was die Sicherheitsvorkehrungen anbelangt. So, darf jetzt die Kollegin Scheer ihre zweite Frage stellen? Bitte. Ja, meine Frage schließt sich in eine ähnliche Richtung an. Ich bin ehrlich gesagt etwas irritiert, wenn in einer Gedenkdebatte, und als solche kann man das, denke ich, schon auch heute ansehen, mit Blick darauf, was dieses Gedenken an diesen schrecklichen Unfall vor 30 Jahren auch mit Blick auf unsere zukünftigen Energie wirtschaftlichen Positionierungen bedeuten muss, zwingenderweise. Wenn in solchen Debatten ein entscheidender Redeanteil eines Koalitionspartners darauf geht, die Beherrschbarkeit von Atomtechnologie zu suggerieren und auch die Einzelfallhaftigkeit vergangener Unfälle zu suggerieren, dann frage ich mich, ob unser Koalitionspartner an sich Restrisiken negiert.
Meinen Sie tatsächlich, dass die Atomtechnologie keine Restrisiken beinhaltet? Das frage ich mich ehrlich gesagt bei Ihren Ausführungen, und ich würde mich da doch interessieren, ob Sie dazu etwas zu sagen haben. Ja. Sehr geehrte Frau Kollegin, ich tue mir tatsächlich ein Stück weit schwer, jetzt eine Frage aus Ihrem Redebeitrag zu erkennen. Aber das ist, verehrter Herr Kollege, auch gar nicht erforderlich, weil die Möglichkeit der Kurzintervention diese Restriktion lange schon nicht mehr vorsieht. Genau, aber sehr gerne gehe ich natürlich darauf ein. Ich denke, der gesamte erste Teil hat sich einzig oder allein nur darauf beschränkt, an den Opfern zu gedenken. Ich habe sie auch zahlenmäßig genannt, um das noch mal zu wiederholen. Womöglich ist es Ihnen entgangen, und auch an allen Helfern und all jenen zu denken, die heute noch unter den Folgen leiden. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, und aus diesem Grund habe ich es auch noch mal genannt. In dieser Hinsicht sind wir absolut einer Meinung. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch die Risiken natürlich im Auge behält und diese natürlich so gut es geht beherrschbar macht. Ja, diese Einrichtungen, von denen ich vorher gesprochen habe, gerade auch zur Auslegung der Wasserstoffrekombinatoren, ist ab dem Jahr 1979 nach dem Three Mile Island Störfall in Harrisburg, Pennsylvania, in unseren Kraftwerken auch eingebaut worden. Wieder ein wichtiger Schritt natürlich auch für die Risikominimierung. Wären diese auch in Fukushima implementiert gewesen, hätte das ein oder andere ja sicherlich noch besser in den Griff bekommen hätte können. Nicht umsonst haben wir nach dem Unfall in Fukushima, und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, Frau Kotting-Uhl, auch die japanischen Kraftwerksbetreiber in den deutschen Kernkraftwerken, auch bei mir im Wahlkreis, mit diesen Systemen auch bei uns gehabt und ihnen zeigen lassen. Anschließend auch von diesen abgeschalteten Anlagen wurden diese auch nachgerüstet, was ich aus meiner Sicht auch sehr beachtenswert empfinde. Dies, meine sehr verehrten Damen und Herren, sagt meines Erachtens doch auch sehr viel über das große Vertrauen weltweit in die hohen Sicherheitsstandards, die in Deutschland herrschen, aus. Deshalb, meine lieben Linken und auch liebe Grüne, hören Sie bitte auf, diese vorbildlichen Sicherheitsstandards ständig schlecht zu reden und Angst in der Bevölkerung zu schüren. Damit macht man auch keine vernünftige Zukunftspolitik. Trotz der hier herrschenden sehr hohen Sicherheitsstandards ist der schrittweise und verkraftbare Ausstieg aus der Kernenergie, jetzt kommt sicherlich das, was Ihnen auch sehr gefällt, die richtige Konsequenz. Diesen Weg gilt es auch konsequent weiterzugehen. Um dies zu tun, bedarf es einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Eine Schlüsselrolle werden aber auch innovative Speichertechnologien, wie beispielsweise die Speicherung über die Wasserstofftechnik zum Beispiel, einnehmen. Ja, meine Damen und Herren, wie wir in unserem Antrag zum Schluss aufgezählt haben, stehen wir auch weiterhin vor großen Herausforderungen, die es natürlich anzupacken gilt. So wollen wir unter anderem die Fusions- und Nuklearforschung in Deutschland zukünftig auf Sicherheits-, ich betone bewusst Sicherheits- und Entsorgungsforschung fokussieren und damit zum Kompetenzerhalt auch in Deutschland beitragen. Auch um schlussendlich ein Lager für hochradioaktive, wärmeentwickelnde Abfallstoffe zu finden, bedarf es den aktuellsten und neuesten Stand in Wissenschaft und Forschung. In dieser Frage sind wir uns auch in der Atom- und Endlagerkommission einig. Und vielen Dank natürlich auch an das Bundesumweltministerium mit an der Spitze der Bundesumweltministerin Barbara Hendricks für die Unterstützung. Und natürlich auch von meiner Seite, von CISO-Seite, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Des Weiteren wollen wir den Ausbau von erneuerbaren Energien aber nicht nur in Deutschland, sondern auch durch Kooperationen mit anderen Staaten weltweit vorantreiben. Dies gilt auch für unsere erworbenen Kenntnisse im Bereich der nuklearen Sicherheit sowie eben bei den Entsorgungsfragen. Ja, dies ist aus meiner Sicht eine einmalige wirtschaftspolitische Chance, unseren Kompetenzvorsprung in Deutschland zu nutzen. Aus diesem Grund bitte ich um Zustimmung für den Antrag der Koalitionsfraktion. Herzliches vergelt's Gott fürs Zuhören. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Oliver Krischer das Wort.